Bei einer Spritztour mit einem Freund verursachte ein 12-jähriger Kaldener am Mittwochmittag einen schweren Unfall. Mit dem elterlichen Fahrzeug war der junge Fahrer und sein 13-jähriger Begleiter von Holzhausen Richtung Immenhausen unterwegs, als ihnen das Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve entglitt. Nachdem das Ford Escort Cabrio vom Weg abgekommen war, überschlug es sich zweimal, entwurzelte einen Baum und kam schließlich zum Stehen. Die schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten Jugendlichen wurden nach dem Unfall sofort ins Klinikum Kassel transportiert. Mit dem elterlichen Fahrzeug war der junge Fahrer und sein 13-jähriger Begleiter von Holzhausen Richtung Immenhausen unterwegs, als ihnen das Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve entglitt.